Hallo, Sie wollen Wohlgefühl, Entspannung und Ruhe in Ihre Einrichtung bringen? Mit unserem Hafenklangstuhl gelingt es auf ganz einfache Art und Weise. Ja, hallo und herzlich willkommen in der Alton Klang Möbelwerkstatt. Wir sind vor vielen Jahren angesprochen worden, ob wir nicht Instrumente entwickeln können, wo die Kraft der Musik genutzt werden kann, um Ruhe und Entspannung zu finden. Und daraufhin haben wir unter anderem den Klangschaukelstuhl entwickelt. Als erstes hatten wir die Klangwiege entwickelt, 1995, als neues musiktherapeutisches Instrument. Und im Laufe der Jahre haben wir das immer weiterentwickelt und speziell jetzt diesen Hafenklangstuhl für den Bereich Pflege und Therapie, hauptsächlich für Pflege, wo einfach auch die Möglichkeit besteht, im Sitzen so eine Klangmassage zu erfahren, die einen in eine innere Ruhe bringt. Ja, und ich wende den Hafenklangstuhl an. Ich habe selbst viele Jahre mit der Klangwiege gearbeitet, als Erzieherin in der Einrichtung. Mittlerweile bin ich Klangtherapeutin und arbeite hier bei Alton. Ja, und habe die vielen Vorzüge des Klangstuhls gerade in der Pflege kennengelernt. Auch viele praktische Erfahrungen, und das möchte ich Ihnen heute hier näher bringen. Ja, welche Vorteile bietet denn so ein Hafenklangstuhl in einer Pflegeeinrichtung? Also der Hafenklangstuhl bietet drei entspannende Effekte in einem. Zum einen Musik, Massage und Schaukeln. Und das Besondere ist, dass die Musik ja ganz individuell gespielt wird. Also es ist keine Musik vom Band, sondern man geht auf die Atmung ein, man ist im Kontakt mit der Person, spielt so wie die Atmung ist, oder wenn eine Person sehr unruhig ist, erstmal schneller und wird dann langsam mit der Person langsamer. Die Massage ist sehr tiefgehend. Man sitzt ja in dem Stuhl, fühlt die Klänge und die gehen quasi in den Körper rein. Also das geht so tief würde man manuell gar nicht kommen. Mhm. Und lockert die Muskeln. Es ist, viele sagen, sie spüren es bis in die Fußspitzen oder im Kopf oder ganz oft auch dort, genau wo Beschwerden sind, wird es gespürt. Also es ist eine sehr, sehr tiefgehende Massage. Und der Stuhl bietet ja durch seine Form, durch seine Art, durch das Umhüllen von Klängen auch ein ganz, ganz großes Gefühl von Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit. Das dann noch mit dem Schaukeln, was ja auch so von früher Kindheit her gekannt wird als Beruhigung. Das sind ganz, ganz tiefgehende Effekte, die man dort hat. Ja, da sprechen auch alle Rückmeldungen ja dafür, die wir immer bekommen von den Pflegeeinrichtungen, sowohl von den Arbeitenden dort als auch von den Menschen, die da drin sitzen, ne, und das Erlebnis haben. Ja, ja, besonders Menschen, denen es ja schwerfällt, sich zu entspannen, oder die sehr umtriebig und unruhig sind, für die ist das ja auch eine ganz tolle Möglichkeit. Ja, also das erlebe ich immer wieder, dass auch bei den Feedbacks, dass gerade solche Leute auch im Alltag zur Ruhe kommen, insgesamt ausgeglichener sind, ruhiger sind, dass Leute, die sonst nie schlafen können, plötzlich durchschlafen teilweise, besonders nach so einer Behandlung. Ich sehe es immer wieder währenddessen, dass die Atmung viel tiefer wird, dass die Leute wirklich auch mal so richtig so durchatmen können, dass die Muskeln gelockert werden, das Schmerzen nachlassen, oft auch so, oh, ich habe jetzt keine Kopfschmerzen mehr oder das tut gar nicht mehr weh, und das Gedankenkreisen unterbrochen wird. Also es findet einfach so eine Zentrierung auf den eigenen Körper oder auf das Wohlbefinden auch statt, ne? Und manchmal ist es wirklich auch wie so eine Reise, also das die Menschen erzählen, wir waren gerade im Himmel oder das war wie im Himmel oder im Wald oder
Es kommen nochmal schöne Erinnerungen aus der Kindheit hoch. Manchmal fließen auch Tränen, aber ganz am Ende ist fast immer eine Glückseligkeit zu spüren. Also es schafft so auf besondere Weise auch nochmal einen Zugang zu eigenen schönen Erinnerungen und auch für die Pflegekräfte auch einen Zugang zu diesem Menschen, der da ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also man kommt in ganz neuen und ganz schönen Kontakt dann auch in dem Moment. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt für die Arbeitszufriedenheit, ne? Dass man so eine Möglichkeit hat, jemand so ein Wohlfühlerlebnis zu schaffen und auch eine besondere intensive Zuwendung zu ermöglichen. Ne? Mhm. Das ist so die seelische Ebene und die andere, die physische Ebene ist ja auch, dass der Mensch wirklich durch diese Klänge, die der Vibrotaktil spüren kann und wozu es ja auch mittlerweile einige Studien gibt, dass das in ganz besonderer Weise dann wirkt, also so auf die Körperwahrnehmung, auf die Atmung und auf die Schmerzlinderung auch. Ja, und die Ruhe und Entspannung, das geschieht wie von selbst. Also ganz oft sind auch Leute, die sagen, oh, ich kann nicht entspannen oder ich komme nicht zur Ruhe, dass die dort einfach zur Ruhe kommen. Und das ist keine Technik, die man lernen muss, nichts, wo man irgendwie jetzt angestrengt nochmal kommt. Das machen einfach auch die Klänge. Mhm. Also diese Klänge sind ja so, dass der Geist ganz schnell merkt, hier passiert nichts Schlimmes, hier passiert nichts Anstrengendes. Und dadurch kann der Körper entspannen und auf eine ganz tiefe und besondere Weise. Mhm. So, ich möchte Ihnen kurz die Funktionen des Hafenklangstuhls zeigen. Also das Wichtigste ist, dass wir den so gebaut haben, dass die Sinne, die auch schon vor der Geburt aktiv sind, auch hier aktiviert werden können. Das heißt Hören, der Gleichgewichtssinn, der ja auch im Ohr ist, und auch das Fühlen und Spüren von Schwingungen. Deswegen haben wir den so gebaut, dass wenn ich die Saiten hier spiele, sich die Schwingung der Saiten direkt nach innen überträgt und da ähnlich wie in der Kirchenkuppel auch lauter hörbar ist, weil man im Resonanzraum des Instrumentes sitzt und auch die Schwingung als Vibration spürbar ist und sich auf den Körper überträgt und dort die ganzen Zellen auch in Schwingung bringt. Schaukeln kann er auch. Das kann ich auch dirigieren oder händeln, indem ich hier hinten auf der Kufen stehe mit dem Bein und so zum Beispiel das Schaukeln auch aktiv machen kann als Spieler. Spielen kann ich an den Saiten hier, die alle auf den gleichen Ton gestimmt sind. Da, wo das Altonlobe ist, alles auf A. Indem ich einfach hier dran langstreiche und die Saite gegenüber ist in der Quinte auf Ton E gestimmt. Sodass ich die Töne entweder abwechselnd extra spielen kann oder auch beide zusammen. Der Hafenklangstuhl ist so gebaut, dass er möglichst multifunktional ist. Das heißt, ich kann ihn auch sehr einfach hin und her fahren mit den Rollen, die ich hier habe. Und was haben wir noch? Und ist so, dass ich einen fest gepolsterten Sitz habe, desinfektionsmitteltauglich und auch die Lackierung desinfektionsmitteltauglich ist, dass ich den eben auch sehr gut reinigen kann. Die ergänzenden Kufen sind hier mit dem Kugelschrauben auch zu lösen, falls ich nicht schaukeln möchte auch oder den für den Transport ein bisschen schlanker haben möchte, kann ich auch die Kugeln abschrauben und dann die Kufen abnehmen. Ja, soweit zu den Funktionen.
was ich noch gut finde, das ist wirklich, also während ich das anwende, tut es mir auch total gut. Und das ist sowas, es wirkt auch entspannt, während man das macht. Mhm. Und man hat so selbst ein gutes Gefühl dazu. Also ich habe schon gehört, dass wirklich Leute sagen, es geht ihnen selbst besser, seitdem sie das anwenden können. Ja, und der tollste Effekt ist sogar, auch wenn das im Team untereinander in der Pause angewendet werden darf. Weil es ist tatsächlich so, dass oft 5 bis 10 Minuten das reicht, wenn man Kopfschmerzen hat oder so, dass die sich auflösen oder andere Beschwerden, dass sich das auflöst. Mhm. Und man könnte auch das im Team untereinander für die Pause verwenden. Ganz wichtige Sache, dass es sowohl für die zu Pflegenden eine gute Möglichkeit ist und halt auch für die betriebliche Gesundheitsförderung sozusagen eingesetzt werden könnte. Ne? Auf jeden Fall. Mhm. Und es passiert ja auch automatisch. Also man hat das Gefühl, die Atmosphäre im Haus ändert sich zum Guten, wenn es den Klangstuhl gibt. Was will man mehr?